bauen, dann braucht man die wohl auch. Das hat aber alles noch ein bisschen Zeit. Ist auf jeden Fall gut, dass wir schon mal gefunden haben. Da müssen wir es nämlich nicht langwierig suchen. Und wir nehmen uns jetzt hier erstmal die schöne Kohle mit an den Start. Die brauchen wir nämlich dringend. So. Ja, und während wir hier so uns survivalmäßig ein bisschen durch den Berg kämpfen, kann man wieder ein bisschen was erzählen. Neue Themen am Start. Mr. Trashbag hat Montag, ich nehme das jetzt gerade am Dienstag auf, neues Level, Level 20. Sehr gut. Hatte auf ein cooles Eventformat hingewiesen, was ich nicht, ja, was ich total übersehen hätte. Oder beziehungsweise, ja, muss man erst auch mal drauf gestoßen werden. Mann, wie viel Kohle ist denn hier am Start? Ist ja geil. Und zwar, ich glaube, ist von YouTube selber sogar veranstaltet oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall in München findet demnächst ein YouTuber-Meeting statt oder Treffen. Und zwar geht es ja ähnlich wie beim Yumi Creators Camp darum, dass ja, Creator, also YouTuber, sich treffen und untereinander austauschen und was lernen. Und ja, die haben da so ein bisschen Workshops am Start. Das heißt, da kommen jetzt keine, da fallen jetzt keine Videos unten raus. Alter, immer die Zomben am Start. Da fallen jetzt keine Videos raus, aber man kann auf jeden Fall was lernen und ja, ich würde vorschlagen, ihr schaut mal auf nerdhub.de und klickt dort auf Webvideo. Da gibt es so eine Kategorie, die heißt Webvideo. Da findet ihr alle Termine, die irgendetwas mit Webvideo zu tun haben. Unter anderem YouTube und solche Sachen halt. Ja, und wird in Zukunft auch noch gut befüllt werden. Das heißt, da könnt ihr schön abchecken, was für euch in Frage kommen würde. Ja, und wahrscheinlich... Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Boah. Wo kommst du denn schon wieder her? Ich höre hier auch wieder irgendjemanden. Da! Alter! Oh. Super Musik dazu. Boah. Ich spiele das nicht auf super hart, ich spiele das auf normal. Alter Schwede, kommen sie hier angelaufen? Puh, was ein Stress. Okay, erstmal Musik ändern hier. Geht ja gar nicht. Wo ist denn hier? So, da bin ich wieder. Bisschen Musik geändert. So, was war gerade hier los? Voll erschrocken. Hey, drei, okay, hier ist schon wieder irgendwo eine Spinne. Ja, ich glaube, die kommen gerade von oben rein. Alter, ich glaube, da oben ist auch irgendwas. Ich glaube, da muss ich erstmal hoch abchecken. Ich muss schon wieder was essen erstmal. So, das sieht aus, als würde es jetzt hier erstmal so eine Höhlentour-Session geben. Okay, hier geht es ja mal gut ab. Nice, nice, okay. Okay, okay, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich will jetzt nicht allzu tief rein. Allein diese kleine Höhle ist schon so geil verzweigt. Und jetzt so viel abzubauen, ist echt abgefahren. Okay, so. Bam. Und wieder was essen. Und unser Essen wird langsam knapp. Ich war ja eigentlich, wo war ich? Ich war doch hier irgendwo unten drin, oder? Hab doch hier irgendwo Stissel abgebaut. Da habe ich Kohle abgebaut, genau. So, was wollte ich gerade erzählen? Ja, also ein cooles Event in München für YouTuber, auf das ihr unbedingt gehen solltet, wenn ihr euch fortbilden wollt. Denn dort gibt es Workshops, um eure Reichweite zu vergrößern, um euren Kanal besser zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu gehen. Und es ist kostenlos, das heißt, ihr müsst euch einfach nur rechtzeitig anmelden und hoffen, dass noch ein Ticket für euch da ist. Ja, und das war's auch schon. Und ja, das findet ihr alles auf nerdhub.de. Ein bisschen Werbung muss sein. Und zwar ist das meine eigene kleine Kalenderplattform, die kennt ihr vielleicht schon. Und wenn ihr da auf die Kategorie Bewegtbild klickt, dann bekommt ihr Infos
die euch vielleicht weiterhelfen. Wäre doch cool. So, was ich jetzt demnächst noch anlegen werde, wahrscheinlich, wenn ihr dieses, wie ich schon wieder gucke, lustige Geräusche, wenn ihr dieses Video anschauen werdet, wenn ich es fertig gerendert habe, dann habe ich wahrscheinlich auch schon das Event angelegt, und zwar für das Yumi Creators Camp Nummer 3. Findet nämlich erneut statt, dankenswerterweise aufgrund einer großzügigen Spende der TU Berlin und des Startplatzes, der uns die Location sponsert. Yumi Creators Camp in Köln am 18. April ist auch kostenlos und solltet ihr unbedingt hingehen, wenn ihr könnt. Und zwar geht es da auch darum, dass ihr euch mit anderen YouTubern austauscht, aber auch, dass ihr zusammen Videos dreht und neue Sachen ausprobiert, die ihr euch vielleicht bisher nicht so getraut habt oder wo ihr vielleicht das Equipment nicht habt oder nicht gerecht wisst, wie ihr es anpacken sollt. Da ist die Zeit, das alles mal anzugehen, Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Also, sehr coole Geschichte, kann man empfehlen. Ist kein kommerzielles Projekt, das heißt, das wird alles pro bono gemacht. Ich organisiere das zwar, aber bekomme dafür nichts. Sondern ich mache das einfach, weil es Spaß macht, weil es cool ist, mit den YouTubern zusammen coole neue Videos zu entwickeln. Und ja, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, am 18. April in den Startplatz im Mediapark, im Kölner Mediapark zu kommen. Wenn ihr ein YouTuber seid oder wenn ihr Bock habt, YouTube-Videos zu machen. Es ist ausdrücklich kein Fan-Event, also wenn ihr einfach nur eure YouTuber sehen wollt, dann seid ihr da falsch, weil die werden da nicht so wirklich Bock auf euch haben. Da geht es darum, dass die mal in Ruhe ein paar neue Videoformate entwickeln oder einfach sich austauschen. Das heißt, Yumi Creators Camp ist nicht was für Fans, sondern nur für Creator in dem Fall. Wobei Creator ja auch Fans sein können. Also ich bin voll der Fanboy von ein paar YouTubern und von dem her, schließt sich ja nicht aus. Aber es geht darum, was zu machen. Okay, und wir haben so dermaßen viel Kohle am Start hier. Ich höre schon wieder mega verdächtige Geräusche. Kommen sie gleich wieder hin. Okay, hier stirbt jemand. Oh, alt Mann. Was geht denn? Boah, bin ich gerade schreckhaft. Was geht? So abgefahren. Ploing müsste eigentlich gerade. Oh, oh. War ich hier schon? Hier wollte ich eigentlich nicht hin. So, und da haben wir noch mehr Kohle. Alter Schwede. So fällt Kohle am Start. Okay. Bam. So, aber wir gehen spätestens, wenn die zweite Spitzhacke am Arsch ist. Ist ja auch bloß eine Steinspitzhacke. Und wir haben auch kein Holz mehr, von dem her ist das alles cool. Bitte kein Creeper hier in die Höhle fallen. Das fände ich ganz nett eigentlich. So, ja, coole Bewegtbild-Events, wenn ihr noch Events kennt, wenn ihr irgendwo Events seht, die irgendwie was mit Bewegtbild und YouTube zu tun haben, dann schickt die mir bitte. Dann packt die bei mir in den Kalender oder schickt mir eine E-Mail, info@droid-boy.de, dann packe ich die in den Kalender. Auf jeden Fall bin ich super dankbar für jeden Tipp, für coole Events, für YouTuber, von YouTubern, von YouTube, von einem Netzwerk, wer auch immer. Wenn ihr coole Events habt, wenn ihr coole Events findet, sie selber organisiert, wie auch immer, dann sagt mir Bescheid, dann packe ich dir meinen Kalender und wir haben einen Ort, wo wir gucken können, ohne ständig das ganze Netz absuchen zu müssen. Fände ich eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Also her mit euren Events. Will ich haben. Hallo Fledermaus, na? So. Hier Eisen, ganz wichtig, nehmen auf jeden Fall mit. So, 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 so. Ja. Dankeschön. Haben wir hier noch mehr Gedöns? Wir machen da mal eine Fackel hin. Ich habe auch so das Gefühl, die Playlist besteht aus 3 Liedern. Also nur, um das mal klarzustellen, da sind 129 Lieder drin. Also sollte ja eigentlich bisschen Abwechslung wäre schon nicht schlecht. So, okay. Dann haben wir hier alles abgebaut. Wie sieht's hier aus? Da kommen wir her. Ne? Hier müsste eigentlich... Oh, hier haben wir noch Kohle. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Was soll das denn? So...
Wir lassen keine Kohle zurück. Wir können erstmal nicht zu viel Kohle haben. Wunderbar. So. Träumchen. Und da geht's weiter mit der Kohle. Unfassbar. Okay, und hier geht's weiter mit einer Höhle, oder was? Alter. Lass mich doch in Ruhe. No! Ich will hier raus. Okay, das lasse ich hier. Das ist zwar dann versteckt. Ich nehme jetzt die Kohle noch mit, aber dann war's das. Im Grunde kommt man auch nie aus so einer Höhle raus, weil es immer irgendwo noch um die Ecke irgendwas gibt, was man noch nicht abgebaut hat. Es ist völlig egal, wie tief man gräbt. Wenn man nicht irgendwo mal sagt, jetzt ist Schluss, dann dauert das unendlich lange, bis man dann mal aus einer Höhle raus ist. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wo geht's hier raus? Ach so, hier, okay. Alright, gut, gut. Dann machen wir uns mal hier auf die Socken. Da war hoffentlich gerade nur... Okay, hier haben wir unseren Tempel da oben. Weil ich das sehe. Okay, hier unten waren wir auch. Da war noch ein bisschen Eisen, das haben wir mitgenommen. Da wollen wir jetzt erstmal nicht runter. Hier können wir jederzeit wieder herkommen. Hier gibt es ja einiges am Start. Eine interessante Höhle und so weiter. Interessante Monster gibt es ja auch überall. So, und wir müssen jetzt irgendwo hoch. Wo geht es hier weiter? Oben geht es weiter. Hier leuchten wir noch ein bisschen aus. Okay, das ist eine coole Höhle. Hier nehmen wir das Eisen noch mit. Das liegt hier so gut rum und von hinten kann uns keiner angreifen. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So viel Zeit muss sein. Das Eisen ist nämlich so sicher hier im Berg. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, wunderbar. So, gucken, dass wir nichts übersehen. Hier wird es runtergehen, wollen wir aber nicht. Okay, draußen ist Nacht. Das habe ich fast schon befürchtet. Das bedeutet, wir können hier noch so ein bisschen reingehen. Das Eisen nehmen wir natürlich auch mit. Das liegt hier so offen rum. Das ist gar kein Problem. Hier haben wir auch noch Kohle, so wie ich das sehe. Machen wir hier mal eine Fackel hin. Hallo? Hier. So. Alles gut. Essen mal zwischendurch was. So. Okay, hier scheint auch der Tempel zu sein. Wieder ein bisschen Sandstein am Start. Sobald es jetzt wieder Tag wird, gehen wir wieder an die Erdoberfläche zu unserer Base. Und dort werden wir schauen, dass wir alles hinkriegen. Hoffentlich ist der Weizen gewachsen. Mit dem Weizen werden wir uns dann eine schöne Kuhplantage machen. Okay. Hier noch das Eisen. Und mit den ganzen Kühen, die wir dann am Start haben, schön Schnitzel braten. Und wenn wir dann so einen Stack Schnitzel vorbereitet haben, dann würde ich sagen, machen wir uns auf eine Wanderschaft. Denn es gilt nochmal, es gilt überhaupt erstmal zu gucken, ob wir irgendwo hinkommen, wo wir uns eventuell auskennen, wo Fackeln von uns sind, wo wir einfach uns auskennen und sagen können, okay, hier sind wir in der Nähe. Hier sind wir in der Nähe von unserem ehemaligen Zuhause. Redstone, haben wir schon Redstone gefunden? Nein, Redstone haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, wir haben auch noch keinen Kompass. Und wir können auch nicht sagen, ob wir... Ach, ich höre schon wieder Geräusche. In welche Richtung wir laufen müssen. Das bedeutet, ich müsste vielleicht, wenn unsere Plantage und unsere Kuh, unsere Kuhzucht einigermaßen läuft, einmal so richtig schön tief in die Erde graben, um ein bisschen Redstone zu finden.
damit wir uns einen Kompass machen können. Und dann würde ich sagen, geht's los, oder? Ja, dann würde ich sagen, ist es Eisen übersehen? Was soll das denn? Du hast Eisen übersehen, Droid Boy. Okay. Okay, wie sieht's aus? Immer noch Nacht. Wo kommst du her? Wo kommt die Spinne her? Bitte nicht. Lasst mich bitte alle zufrieden. Lass uns noch ein bisschen nach unten gehen. Während es noch dunkel ist, können wir noch ein wenig in die Katakomben steigen. Was haben wir hier? Nichts. Hier ist das Nichts. Atreyu, gib Acht vor dem Nichts. Gut, gut. Ja, hier waren wir auch schon. So, jetzt kann es ruhig mal wieder Tag werden. Wo müssen wir lang? Ich glaube hier. Und ja, es wird Tag. Das ist gut. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier mal hoch. Stein haben wir genug am Start. Hoffentlich... Boah, Alter. Na ja, klar. Komm her. Oh, Mann, ey. Verschwindet. So, und da sind wir wieder an der Erdoberfläche. Wir werden uns noch diesen Creeper heimsuchen. Cool, cool. Wo ist unser Berg? Da ist unser Berg. Unser Berg ist einfach super, weil wir sehen den einfach von überall. Das ist echt geil. Wenn das auch wirklich unser Berg ist, ich glaube aber ja. So, das heißt, wir haben... eine erfolgreiche Tour hinter uns mit wunderbaren Diamanten, richtig viel. Da ist noch ein Creeper, den schnappen wir uns noch. Oh. Battle Droid Boy! So, oh, wir haben schon wieder Hunger. Und das sind fast schon unsere ganzen Äpfelflöten, die wir von unserem diamantenen Retter bekommen haben. Das war, glaube ich, ein Stack oder 40 oder so. Ah, schaut euch diese wunderschöne Welt an, die wir hier haben. Hm, okay. So, was haben wir hier noch sonst so? Wir könnten natürlich auch noch, bevor wir unsere... Alter, sieht das hier geil aus. Bevor wir hier in der Tat unser... unseren Versuch unternehmen, wieder nach Hause zu kommen. Erst noch eine Erkundungstour machen. Das werden wir auf jeden Fall tun müssen. Ach, schaut mal, wir sind hier eigentlich komplett im Schatten. So, wie sieht unser Weizen aus? Na, so super toll ist das auch noch nicht gewachsen. Muss ich mal sagen. Ich würde sagen, oh, hoppala. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwas machen, weil die armen Tiere, die hier so jämmerlich ertrinken, denen müssen wir auf jeden Fall helfen. Wunderbar, dann gehen wir mal rein. Und wir schauen mal, was wir so Tolles mitgebracht haben von unserer Reise. Herrlich. Glatter Sandstein, Sandstein. 61 Eisen... Verzeihung. 61 Eisenherz. Sehr cool. TNT haben wir am Start. Das ist natürlich eine große Freude. 4 Truhen. Da würde ich sagen... müssen wir eigentlich hier nochmal... brauchen wir hier eigentlich nochmal ein bisschen... Ja, wir können einfach mal kurz hier die Decke rausreißen.